Wer von Osten über die Frankfurter Allee in die Stadt kommt, dessen Blick bleibt vielleicht an einem überdimensionalen Wandbild hängen. ~500 Quadratmeter bunte Farbe auf blassem Beton. Schräg gegenüber der Normannenstraße, dem ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit. Im Herzen von Lichtenberg. Hier hat ein junger Mann eine unglaubliche Karriere hingelegt. Christian Awe, der als Graffiti-Sprayer angefangen hat, ist heute international gefragter Künstler. Sein Atelier? Noch immer inmitten seines alten Kiezes. Von sehr vielen Neubausiedlungen. Lichtenberg war dann zur DDR-Zeit natürlich sehr stark geprägt, auch von der Staatssicherheit. Nachdem die DDR sich auflöste, zerfielen viele Strukturen. Und es war tatsächlich so, dass Anfang der 90er plötzlich eine ganze Reihe rechter Gruppierungen sich hier breit machten. NPD, Thor Steiner und Co. Mein Anliegen war, irgendwann, dass ich gesagt habe, Mensch, wir müssen irgendwas tun, wir müssen dagegen steuern, das geht so nicht mehr. Ich habe einfach gelernt, dass jeder, der mit Kunst, Kultur, Kreativität mal in Berührung gekommen ist, sich und seinen Geist öffnet. So habe ich in der Frankfurter Allee hier gemalt mit dem Thema Lichtenberg. Gegenüber der ehemaligen Stasi-Zentrale an der Frankfurter Allee, was damals die Straße der Befreiung war, wo 1945 die Rote Armee nach Berlin hineingefahren ist. Und so sieht man ein Bild, was auf den ersten Blick blau ist, mit einem hellen Fokuspunkt. Blau als die Farbe der Freiheit, des Träumens, der Sehnsucht, durchzogen von diesen roten Energielinien, die Kraft, Blut, aber auch die Kreativität dieser Stadt, diese Lebensader darstellt und wiedergibt und einfach ein neues Berlin irgendwie symbolisiert und damit auch ein Statement für die Freiheit an einem bisher unfreien Ort. Ist für mich einfach Lebensenergie. Wenn man in die Bilder schaut, man fängt irgendwann an, Dinge zu sehen, zu assoziieren. Ich lade den Betrachter ein, sich sein eigenes Bild im Kopf zu malen. Wolpe. Ich bin doch die hier, Agla, vorne aus die mit der schöneren Stimme. Hast du schon? Also. Jungs und Mädels, wir brauchen einen Titel für dieses Bild. Wie wär's denn mit Surfing Lichtenberg? Fisch, Wasser, Wilderness, Loa-Blasen, das ist so bubbly, so. Also ich finde Neptune, glaube ich, am besten. Moment. Einsprüche? Ja, 89, ich war 11. Das war für mich okay, die Mauer ist offen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwie auch mal nach West-Berlin mit meiner Familie gegangen bin. Für mich war das irgendwie wie Pickel kriegen. Ist so. Für mich war es kein großer Umschwung. Und plötzlich im Sommer 90 fing das so an, dass die Autos, die da geblieben sind, zuerst wurden die Spiegel abgebrochen, dann wurden die Scheiben eingeschlagen, die Radios gestohlen und plötzlich verwahrlosten so Gegenden. Und in dieser Zeit fing ich an, zu malen, zu sprühen. Es interessierte einfach niemanden, ob da so ein paar Kids jetzt die Schulen oder auch die S-Bahnen besprühten. Es war wie so eine neue Stunde Null.
wo plötzlich ein unglaublich kreativer Freiraum herrschte, weil Leute mit was anderem beschäftigt waren. Und das war ein kreativer Melting Pot, wovon Berlin heutzutage immer noch zehrt. Dazu müssen wir aber, glaube ich, ganz viel tun, um die Stadt weiter lebenswert zu machen. Und angefangen von günstigen, bezahlbaren Mieten bis hin eben tatsächlich zur Umwerbung der Macher in der Stadt, dass die eben nicht wie in anderen Städten verdrängt werden und irgendwann die Karawane weiterzieht.